Hallo, da seid ihr wieder. Ich bin erstmal nach oben jetzt ins Bad gegangen. Ich habe nämlich endlich mein Glätteisen wiedergefunden. Das war ja seit dem Umzug verschwunden irgendwie. Und heute Morgen habe ich mich mal auf die Suche gemacht und habe es endlich gefunden. Und das Bügeleisen auch. Das Bügeleisen war nämlich tatsächlich auch noch in Umzugskartons versunken. So, und jetzt möchte ich mal versuchen, mir die Haare zu glätten. Also nicht die Haare. Den Pony. Oh, was haben wir hier für Einstellungen? Was habe ich so ewig nicht mehr gemacht? Also an 190. Ich mache erstmal bei 170 Grad. Mal gucken, wie es wird. Ich habe hier im Bad noch nicht so die perfekte Stellung gefunden, wo ich die Kamera hinstellen soll. Das ist schon mal heiß jetzt. Soweit so gut. Jetzt habe ich überlegt, den hier so ein bisschen zu schneiden. Allerdings, wenn der morgen nicht geglättet ist, der Pony, dann ist er zu kurz. Weil klar, wenn der glatt ist, ist er ja wesentlich länger. Ja, weiß ich auch nicht. Meine Farbe wächst raus. Das ist super. Mal gucken, da werde ich irgendwann so ein paar kleine Strähnchen reinziehen, dass der Balken nicht zu stark ist. Ja, ich schneide mir jetzt eben den Pony. Besser wird es jetzt nicht. Ist halt so. So, dann die Schere, alles wieder hier rein. Ich habe mir so ein Etui mir mal geholt. Ich zeige euch, hole ich alles wieder raus und zeige euch das. Dann muss ich es auch einmal ein bisschen sortieren. Jetzt artet das hier aus in Arbeit. Haarstrubbel raus. Jetzt im Lockdown war das echt Gold wert. So, da sind zwei Scheren drin: einmal eine normale und so eine Epilierschere. Zwei so Klämmerchen und ein Kamm. Ich hatte vorher eine andere Schere bestellt bei Amazon, also so eine Epilierschere, und die hat gar nicht geschnitten, die habe ich zurückgeschnitten. Und eigentlich habe ich diese Friseurschere hier, die haben mir meine Eltern damals geholt, geschenkt. Die ist von Akashot. Also die war richtig teuer. Die hat, glaube ich, 600 Mark gekostet oder so. Ja. Die ist auch noch super scharf. Ich habe die einmal schleifen lassen. Aber in diesem Set, wo die Epilierschere drin ist, ist auch eine drin, und die ist länger, und deswegen schneide ich damit lieber. Jetzt habe ich meine Brille unten vergessen. Bernd kommt auch nachher nach Hause. Also der hat nachmittags frei. Und dann geht es weiter mit unserem Einkochenplan, was ich euch oder was wir euch schon erzählt haben. Da wollte er nochmal versuchen, diese braune Soße einzukochen. Und ja, wir sind ganz gespannt, ob das funktioniert. So, ich muss das Bett abziehen, meine Seite. Ich hole gerade frisches, warmes Wasser für unseren Wickeltisch. Wenn wir die Kamera um, also wir haben ja hier keinen Wickeltisch, wir haben einen Laufstall, wo ich alles drin habe zum Wickeln. Und ich hatte euch erzählt, dass wir nicht Feuchttücher nehmen, sondern zerschnittene Mullwindeln, weil ich keine Waschlappen kaufen wollte. Und warmes Wasser hatten wir am Anfang immer aus dem Gäste-WC geholt. Und dann mussten wir das immer so lange laufen lassen, den Wasserhahn, bis es warm wurde. Also lange, ne? Ich sag mal, eine halbe Minute oder so, keine Ahnung. Und weil wir ja oft wickeln, ist das halt Verschwendung. Und deswegen haben wir eine kleine Thermoskanne geholt, wo wir immer warmes Wasser drin haben. Und das ist super praktisch. Und die zerschnittenen Mullwindeln als Feuchttücher, das klappt auch super, dadurch, dass ich ja die Stoffwindeln sowieso mehrfach wasche die Woche. Also zwei, drei Maschinen ungefähr habe ich die Woche dadurch. Zwei. Ach, ich weiß es nicht. Ich achte da nicht so drauf. Dann wasche ich die einfach mit die Waschlappen, und ja, das klappt alles super. Ist das nicht so toll, das Waschen? Oh doch, das ist fein. Ein bisschen waschen, die Maus. Ja, ein warm Waschlappen. Ja, erzähl mal. Oh, bist du am Strampeln hier? Ja. Oh. Ja, super. Oh, ganz sauber wird die Maus, ne? Ja. Ja, und hier seht ihr, hier sind halt die Stoffwindeln alle, und das sind unsere Waschlappen. Und hier mache ich immer Wasser rein, wo ich dann den Waschlappen sauber machen kann.
Da sind die Ersatzstoffwindeln. Ah, da, so sehen die aus. Da kommen halt die Mullwindeln rein und das dann drumherum. Ja, und hier ist der Ladybird, den ich von einer Zuschauerin geschenkt bekommen habe. Hm, soll ich den Mobile hier drehen? Den guckst du gerne an, ne? Den. Ja, der sieht toll aus, ne? Ja. Hat dein großer Bruder dir den gegeben? Ja, super. Bernd hat neue Gläser eingeräumt. Ich sag, komm, ich filme das. Oh ja, zurück an. Er sagt, komm, ich räume die wieder zurück an. Räume die nochmal ein. Ja, die nochmal. Ja, aber ihr versteht den Sinn ja auch so. Ja, also, muss man ja nicht jedem zeigen. Die Gläser gehen im Laden und die bleiben hier. Die guten kommen nach hier hin. Weil wir haben jetzt... Zum Laden. Genau, weil im Laden haben wir ja keinen Besuch mehr, weil Corona, da darf man ja niemanden empfangen. Aber hier... Für gleich. Mittagssnack. Dreh mal die Kamera um, damit die Leute auch mich bewundern können. So, jedenfalls haben wir jetzt des Öfteren hier Besuch gehabt, haben das gute Service rausgeholt, was ich euch gezeigt habe, und hatten dann so schrömmelige Gläser, jeder ein anderes Glas, was uns normalerweise nie gestört hat, aber jetzt schon. Wenn wir halt so, ja, halt den Tisch schön decken und so, dann sieht das ja doof aus. So, Bernd hat alles hier mitgebracht. Die Rezepte haben wir schon alle. Für unser Kochen, was wir einkochen möchten oder Bernd einkochen möchte. Bolognese-Soße und braune Soße. Und unser Rezeptbuch wird heute weitergearbeitet. Ja, ne? Ja, das auch schon. Guck mal hier, das sind alles jetzt. Das sind alles Rezepte. Bernd hat die alle mal ausgedruckt, jetzt einfach so für uns. Das sind die, die ich in schön geschrieben habe schon. So wie das halt aufgeteilt werden soll. Ja. Machen wir. Müssen wir halt dran arbeiten. Ja. Wie an so vielem. Ja. Okay. Müssen wir noch arbeiten. An uns? An uns müssen wir arbeiten. Wir brauchen Eckpfeiler in unserer Beziehung. Da ist nichts mehr zu verarbeiten. Nein. Wir sind im Stadium. Hier die Dings, was wir gemacht haben. Die Wochenpläne und so. Aber filmst du wieder rückwärts. Geht immer noch nicht mit der Kamera. Es geht immer noch nicht. Ich habe keine Face-Kamera. Du musst mich von oben zeigen, damit man mein Doppelkinn nicht sieht. Deswegen sind ja, die du meisten, bist so groß, dann block selber. Halt die meisten Selfies immer so, damit sie dann die Haut schön straffen können und nicht so. Genau, ich bin aber klein. Ich auch. Hm. So, welche Gläser soll ich jetzt noch hier mitnehmen? Die bleiben hier, ne? Die bleiben da hier, weil die haben ja Deckel mit Strohhalm. Die für die Kinder lassen? Ja. Und die dann auch unsere weg. Guten Senfgläser, ja, wie du magst. Ja, hier ist ja, ne, wenn dann einheitlich. Ja. Kamera läuft. Tun Sie so, als ob Sie eine glückliche Familie sind. Ja, mach mal. Da. Also, Bernd ist da am Kochen, die Soße. Die ist jetzt soweit fertig, soweit ich weiß. Ne? Sie ist gesiebt. Nur gesiebt, die muss ich jetzt noch aufkochen. Ach so, okay. Und dann halt mit den Geheimzutaten. Genau, die Geheimzutaten. Wir wollten uns nachher auch Gläser bestellen. Jetzt haben wir ja immer noch diese Gläser von... Weiß ich nicht, Mini-Maiskölbchen und sowas alles, aber wir bestellen uns richtig neue Gläser, damit wir halt auch die Langzeitstudie testen können, wie lange die haltbar sind und sowas alles. Das hat Bernd gemacht. Ich saß hier die ganze Zeit und habe am Laptop gearbeitet. So Hintergrundarbeit, was man so mit YouTube zu tun hat, wo man als Zuschauer nichts von mitkriegt. Und ja, die Morla ist hier, die schläft jetzt gerade gleich ein, hoffe ich zumindest. Das Murphy, deswegen gucke ich hier so raus, der ist im Wintergarten, ist am Schrömmeln. Ja. Achso, du hast ja schon Kartoffeln geschält, sehe ich jetzt gerade. Ja. Weil nachher gibt es ja auch Essen. Genau, es gibt Kartoffeln mit dem Brokkoli-Püree. Das habe ich euch gestern gezeigt. Wir haben noch kein Rezeptbuch gemacht, nein. Haben wir das heute wieder nicht geschafft, was wir vorhatten. Nein, aber es ist ja auch noch früh, vielleicht schaffen wir das ja noch. Und die ganzen Paprika, die ihr seht, da mache ich gefüllte Paprika mit am Wochenende. Die werden verwurstet. Genau. Da darf man das nicht mehr sagen. Im Zeichen.
Und was ich fragen wollte, haben wir noch die Burger eigentlich dafür? Burger Patties? Ja, Laden 10 Stück. Okay, super. Weil dafür brauchen wir diese veganen Burger Patties für die gefüllte Paprika. Hast du dich eingesaut, mein Schatz? Mal wieder. Hast du Spaß? Ja? Bist du süß? Bist du süß? Haben wir einen Stillmarathon gemacht? Ja? Lächelt so süß. Ja, jetzt strampelst du noch ein bisschen, ne? Ja. Und die Mama. Die Mama macht sich gerade was zu essen. Ich habe mir einen Toast reingemacht. Ich habe richtig Hunger jetzt. Wie gesagt, wir hatten einen Stillmarathon. Und die Nächte machen sich immer mehr bemerkbar. Also die schläft ja echt gut, ne? Aber die ist ja trotzdem mal wach. Und ich kann dann halt nicht so wieder einschlafen manchmal. Ja, wenn ich dann halt 2 Stunden wach liege oder so. Egal. Ich habe hier noch Brot gebacken. Ein Toastbrot. Und hier backe ich noch ein so ein Graubrot. Das ist aber erst irgendwann spätabend fertig. Und jetzt mache ich mir einen Toast. Während es nochmal mit dem Smurfy draußen und dann gehen wir schlafen, obwohl noch voll früh ist. Ich glaube 20.30 Uhr. Ja, essen und dann schlafen. Und deswegen, ich wollte den Vlog jetzt beenden, weil ich das so lange nicht mehr abends gemacht habe, sondern immer erst morgens. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss!